Marco Reus ist der beste Feldspieler der Fußball-Bundesliga. So sehen es zumindest 214 Spieler der deutschen Eliteklasse, die an einer großen anonymen Abstimmung teilgenommen haben. Am Montag veröffentlichte das Fachmagazin Kicker die Ergebnisse seiner traditionellen Halbjahresumfrage. Nach dem Ende der Hinrunde 2018/2019 befragte das Sportblatt 214 Bundesliga-Profis nach den größten Gewinnern und Verlierern der ersten 17 Spieltage im deutschen Fußballoberhaus. In der Kategorie Bester Feldspieler der Hinrunde setzte sich dabei Borussia Dortmunds Mannschaftskapitän Marco Reus als Gewinner durch. Der BVB-Star siegte mit einem immensen Vorsprung vor seinem Mannschaftskollegen Axel Witzel und dem Frankfurter Torjäger Luka Jovic. Auf den 29-jährigen Dortmunder, der wenige Tage zuvor bereits als bester deutscher Nationalspieler 2018 ausgezeichnet worden war, entfielen bei der geheimen Wahl 44% der Stimmen. Witzel und Jovic erhielten jeweils 8,9%. Reus tritt dabei in die Fußstapfen von Naldo und Robert Lewandowski, die die Abstimmungen als beste Feldspieler einer halben Saison in den Ausgaben zuvor gewonnen hatten. Favre zum Gewinner unter den Trainern gewählt. Auch der beste Cheftrainer und der beste Torwart der abgelaufenen Hinrunde kommen laut der Kicker-Abstimmung vom Herbstmeister aus Westfalen. Unter den Coaches setzte sich Dortmunds neuer Linienchef Lucien Favre in der Rubrik Gewinner unter den Trainern durch. Auf den Schweizer entfielen mit 58% mehr als die Hälfte der Stimmen, Frankfurts Erfolgstrainer Adi Hütter sowie Gladbachs Dieter Hecking folgen auf den Plätzen. Bei den Keepern setzte sich der Dortmunder Schlussmann Roman Bürki mit knappem Vorsprung vor Peter Gulexi von RB Leipzig und Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach durch. Der BVB-Keeper folgt damit auf Bayerns Sven Ulreich, der nach der Genesung von Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer in der Hinrunde kein einziges Spiel mehr absolviert hat. Deutscher Meister wird nur der BVB, großer Verlierer der Kicker-Spielerumfrage ist in diesem Winter Trainer Domenico Tedesco vom FC Schalke 04. Der 33-Jährige wurde von den Profis der Bundesliga zum Verlierer unter den Trainern gewählt. Mit 24,3% landete der S04-Coach auf dem ersten Platz der Abstimmung und damit noch vor Bayern-Trainer Niko Kovac 17,8% und dem in Stuttgart bereits entlassenen Taifan Korkut 15,9%. Auch auf Spielerseite wurde nach dem größten Verlierer der ersten 17 Bundesligaspieltage gefragt. In der Kategorie Absteiger der Hinrunde liegen zwei Bayern-Stars auf den vorderen Plätzen. Nach Meinung der Bundesliga-Kollegen sind die Innenverteidiger Mats Hummels 15,4% und Jerome Boateng 13,6% die Negativüberraschungen der laufenden Saison. Teamkollege Thomas Müller belegte als dritter Bayernstar in diesem Voting außerdem den vierten Platz. Die Frage nach dem kommenden deutschen Meister ist von den 214 teilnehmenden Bundesligaspielern übrigens mit überwältigender Mehrheit beantwortet worden. Satte 73,4% glauben daran, dass Borussia Dortmund den FC Bayern München im kommenden Mai als Titelträger ablösen wird.